Grüß dich, mein Name ist Sebastian und ich gehe gerade einen Berg hoch. Ihr wisst wahrscheinlich, um was es geht. Ja, hast du wahrscheinlich schon gesehen am Titel. Das ist der zweite Teil. Der erste Teil, ja, es hat sich ein bisschen verzögert, das Ganze. Aber jetzt kriegst du volle 30 Minuten Video. Und zwar in diesem Teil bauen wir heute, ja, wir müssen erstmal viel, viel Vorarbeit leisten. Quasi das Ganze absichern, viel, viel Erde wegschaffen. Unterkonstruktion bauen und so weiter und so fort, mir irgendwie was überlegen, wie ich das Ganze da hochbekomme und. Es gibt ganz, ganz viele Hürden, die wir gemeinsam meistern müssen mit Steffi zusammen. Die liegt da hinten am See. Und ja, wenn du Vorschläge hast oder irgendwie sagst, hey, das hätte ich so und so gemacht, das kannst du so und so machen, dann lass es mich doch wissen, lass einen Kommentar da und vielleicht kann ich das mit einbringen. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim ersten offiziellen Teil von Wir bauen einen Leuchtturm. Viel Spaß! Ja, der Plan ging nicht so richtig auf. Übrigens waren das hier die Konsolen für das große Förderband vom Kohleabbau. Die Muttern waren so festgerostet, dass doch der Winkelschleifer ran musste. Und mit einem 125er Blatt, ja, konnte ich das Ganze auch nicht so wirklich entfernen. Deswegen musste am Ende dann der Vorschlaghammer ran. Übrigens habe ich keinen Strom am Leuchtturm. Das heißt, das Ganze muss alles auf der Akkuversion laufen, beziehungsweise ich brauche ordentlich viele Akkus. Und ja, am Ende habe ich das trotzdem nicht abbekommen. Also, das ist das linke Fundament und ihr könnt halt sehen, dass ringsherum, also hier ist das ursprüngliche Fundament und das kam dann nachträglich drauf. Das heißt, man hat hier das Ganze einzementiert, denn auf der rechten Seite habe ich das Ganze nämlich freigelegt. Und ihr seht da drunter ein U-Profil, ein Flachstahl drauf, voll. Ich weiß allerdings nicht, ob die miteinander verschweißt worden sind, weil hier löst sich das Ganze schon. Und darauf haben wir dann diesen, ja, dieses riesengroße Scharnier, nenne ich es jetzt mal. Da war übrigens ein Förderband drauf und ja, die haben das Ganze jetzt mit Beton zugemacht. Das habe ich jetzt hier alles abgeschlagen. Habe jetzt auch mal die vier Schrauben weggeflext. Ja, und ich kriege es einfach nicht hoch. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, keine Ahnung, wenn ich das hier wegnehme, dass ich da irgendwie mehr sehe. Aber ich vermute mal, dass das in drinne verschweißt worden ist, hier auch. Und das weiß ich nicht. Also ich müsste jetzt wahrscheinlich Tage verbringen, um diesen Klotz hier da drunter wegzuschlagen. Und am Ende kriege ich es trotzdem nicht weg. Und dann, ja, es gab schon ein paar Tipps. Aus dem Bekanntenkreis nur eine große Flex, ja, aber ich werde jetzt oder ich komme jetzt hier mit dem Balken, komme ich hier ungefähr 200 hoch und wenn ich dann nochmal die Querverstrebung rauf mache, komme ich 300 hoch und dann vielleicht nochmal einen Zentimeter, vielleicht werde ich das nochmal ein bisschen unterfüttern, dass das Terrassendeck hier gerade hin, rüber, hinwegkommt. Bevor du nun beide Hände über den Kopf schlägst, ja, ich weiß, ich habe mich gequält und das war auch wirklich das Schwerste hier an diesem Leuchtturmprojekt, wenn ich nachhinein so zurückblicke. Aber ich musste wirklich diese aufgesetzten Betonbrocken vom Fundament trennen, damit ich einfach eine gerade, halbwegs gerade Auflage habe für meine Balken. Und nachhinein ärgere ich mich, ja, ich hätte mir einen Abbruchhammer
besorgen können oder so einen Schlagstemmmeißel, Hammer, keine Ahnung was. Ja, Nachhinein ist man immer schlauer und deswegen habe ich auch jetzt vorgesorgt für die Materialien. Ich habe mir ein Pickup-Kran bestellt. Darüber gibt es auch ein Video. Das Ganze habe ich nur auf Eck festgedübelt mit 4 Schwerlastdübeln und danach habe ich das Ganze nochmal eingeklebt. Dazu habe ich das Ganze jetzt hier freigepustet mit einem Druckluftspray. Gibt es zu haben, ja. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und danach habe ich Injektionsmörtel reingeklebt und Gewindestangen fest verklebt. Und das war der Test, um später dann alles andere festzukleben. Basiert auf beispielsweise von meinem Terrassendach, da habe ich das damals auch so gemacht, die Wandfette an der Wand angebracht, hält wirklich bombenfest. Aber ihr müsst bedenken, ihr müsst wirklich kontrollieren, wenn ihr solche Arbeiten macht, was ihr für ein Mauerwerk habt oder was für ein Fundament. Es gibt nämlich unterschiedliche Methoden, um solche Gewindestangen festzukleben mit so einem Injektionsmörtel. Der Kran ist eigentlich dazu gedacht, um auf ein Pickup, auf einen Geländewagen, auf der Ladefläche zu montiert zu werden. Aber der hat für diese Arbeiten auch wirklich gereicht und den werdet ihr wirklich im Bau von dem Leuchtturm einige Male sehen, denn dieses Teil hier hat sich wirklich bezahlt gemacht. Wie gesagt, darüber gibt es ein Video, verlinke ich dir oben im Eck bzw. unten in der Videobeschreibung und der Kran, der war wirklich seine 200 Euro wert. Und am nächsten Tag war ich ein bisschen überfragt. Ich hatte nämlich 13 Meter lange Balken geliefert bekommen. Ganz einfach. Habe ich bestellt aus Kostengründen. Die sind nämlich günstiger als 5 Meter. Und das Ganze habe ich mir dann vor Ort mit meiner Kettensäge auf Länge zugesägt. Und natürlich ein fleißiges Helferlein. Steffi war auch mit am Werk. Ja, da wollte sie mich gerade treten. Wir haben gemeinsam das Ganze in der Werkstatt exakt auf Länge gesägt. Das heißt, der Leuchtturm oder das Fundament hat eine Tiefe von 2,50 Meter. Das heißt, wir haben uns 4 Balken zugeschnitten auf 2,50 Meter. Und dann haben wir eine kleine Stufe drin, wie ihr am Anfang des Videos gesehen habt. Und dementsprechend haben wir das Ganze uns zugeschnitten. Und bitte jetzt nicht wundern, irgendwie hat das Mikrofon verrückt gespielt. Meine Stimme ist nämlich ein bisschen tiefer. Den Zuschnitt für die Unterkonstruktion haben wir jetzt hinter uns gebracht, so ganz, ganz grob. Wir haben jetzt hier KVH, also Konstruktionsvollholz, 100 breit, 200 hoch in Fichte. Und ich werde mir jetzt hier Bohrlöcher anzeichnen. Ich werde das so verfahren wie beim Terrassendach vor 2 Jahren. Da habe ich Gewindestange mit Injektionsmörtel eingeklebt. Und dementsprechend bohre ich jetzt hier 10er Löcher vorweg mit einem Vossnerbohrer Platz für die Unterlegscheibe so ein bisschen schaffen, damit das nachher flächenbündig ist. Und das Ganze werde ich jetzt hier machen, weil, warum? Ich habe ja alles hier im Werkzeug da und dann brauche ich nicht unnötig Energie verschwenden auf der Baustelle und Akkukapazitäten verbrauchen, um Löcher jetzt zu bohren. Dementsprechend werde ich das jetzt hier anzeichnen. Ich werde natürlich jetzt das so machen, dass ich vom Rand 20 cm gehe, bei beiden Seiten, damit wir nämlich Luft von der Kante haben, weil wenn man zu nah an der Kante geht, kann es durchaus sein, wir bohren ja ungefähr 20 bis 30 cm tief, dass das dann wegbricht. Das ist dann der Zuschnitt für alle, die es interessiert. Wir haben jetzt hier ein 100 mm breites KVH-Holz und eine 200 mm Höhe. Hier sind schon die Querträger, die sind glaube ich 60 x 100 mm.
Ich habe mir nämlich eine Männerhandtasche bestellt. Die habe ich schon ein bisschen länger und ich habe jetzt die Tage ohne die gearbeitet. Aber ich merke, dass ich sowas brauche, weil du bist da oben auf dem Klotz immer einmal hin und her rennen, suchst irgendwelches Werkzeug, einen Hammer, dann findest du ihn nicht und dann ist die Gefahr wirklich groß, dass man stolpert über die Balken oder irgendwas anderes. Und deswegen bestücken wir das Ganze jetzt mal gemeinsam. Ja, und ihr kennt wahrscheinlich mein letztes Projekt. Da habe ich ja eine multifunktionale Werkbank gebaut, die du auf eine Sackkarre packen kannst. Deswegen habe ich hier auch noch ein paar Wolfkraft-Überbleibsel. Unter anderem, ich habe gerade gemerkt, ich wollte eigentlich dieses Cutter mitnehmen auf dem Bau. Ist eigentlich ganz gut, schön groß, griffbereit, kann man nicht verlieren. Aber es lässt sich hier echt doof verstauen. Deswegen habe ich mich für dieses kleine hier entschieden. Das passt nämlich hier hervorragend bereit, sitzt gut und ist auch immer schnell griffbereit. So, Bohrer dürfen auf jeden Fall nicht fehlen. Die stecke ich jetzt mal hier oben rein. Die muss ich mitnehmen. Bits sind auch ganz wichtig. Die habe ich mir auch von Wolfkraft ausgesucht, weil lose Bits hier würde ich mich unendlich suchen. So habe ich eine kleine Tasche mit Bithalter. Darf auch nicht fehlen. Kommt mit rein. Das vielleicht hier rein, wo... Ja, okay, hier macht man normalerweise, glaube ich, Schrauben rein, ne, in dieser Tasche. So, dann machen wir mal hier rein, falls wir mal einen Bit suchen. Dann diesen Marker. Ich habe zwar jetzt hier schon einen Zimmermanns Bleistift reingepackt von der Firma Ladenburger. Ist auch richtig, richtig gut. Das klassische Ding. Kann ich auch mit dem Cutter anschärfen. Aber ich finde diesen Marker hier wirklich sehr, sehr toll, weil hier schon ein Anspitzer mit dabei ist. Und wenn es mal ein bisschen filigraner sein muss oder man gerade keine Zeit hat, den Stift hier anzuspitzen, weil er stumpf ist. Der ist hier immer parat. Wo kann der rein? Am besten auf die Seite. Das passt nicht, ne? Machen wir mal direkt hier daneben. So, gleich weiter nach vorne. Genau, Hammer und Akkuschrauber ist ja auf der Baustelle. Dann habe ich noch hier ein kleines Tool. Das ist auch ein Lieblingstool von mir. Das benutze ich ganz oft zu Hause. Das seht ihr vielleicht gar nicht hier so oft bei uns in der Werkstatt. Das ist nämlich ein Fallmechaniker-Tool. Ich weiß gar nicht, wie man das Ganze nennt. Ihr habt hier natürlich unterschiedliche Bit- oder Kreuzaufnahmen magnetisch und es sieht aus, also hier ist ein Magnet dran, ne? Und dann könnt ihr die Kappe abziehen, habt hier quasi ein Kreuz, könnt das Ganze wechseln. Also sehr, sehr hilfreich, wenn man mal dringend einen kleinen Schraubendreher braucht. Der darf auf jeden Fall auch nicht fehlen. Vielleicht passt der hier rein. Und am nächsten Tag habe ich meinen Kran eingeweiht. Und ich muss sagen, das Ganze hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ihr hört es vielleicht. Klack, klack, klack. Ja, man braucht so ein bisschen. Aber Stunden später habe ich dann die erste Ladung oben gehabt. Nein, kleiner Scherz, es 2-3 Minuten, da war das Ganze oben. Und ich muss sagen, ja, es funktioniert. Du kannst wirklich damit 100-200 Kilo hochbefördern. Natürlich hätte ich mir vorab eine Leiter bauen können, aber ich wollte das Ganze nicht zugänglich machen. Deswegen habe ich die Leiter mal abends abgebaut, damit nicht irgendwie Jugendlichen da hochgehen und Schabernack treiben. Ne? Das Ganze ist ja eine Baustelle und muss auch dementsprechend abgesichert werden. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe mich dazu entschieden, die Konsolen vom Tagebau einfach drauf zu lassen. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt gehabt. Und jetzt fangen wir an mit der Unterkonstruktion. Das Ganze sollte halbwegs sauber sein, damit das Ganze auch vernünftig aufliegen kann. Und das fege ich jetzt einfach mal ganz grob ab. Im Übrigen habt ihr am Anfang des Videos gesehen, da habe ich mit Steffi wirklich einen halben Tag lang Berge voller Sand weggeschaufelt. Warum, weshalb? Ja, über die Tage bzw. das Förderband hat ja auch immer links und rechts ein bisschen Sand abfallen lassen. Und wo es damals mit der Braunkohleabbau zu Ende ging, hat man das Ganze einfach abgebaut und so gelassen. Da war ja teilweise schon Rasen obendrauf. Und das hat wirklich einen halben Tag gedauert, um das Ganze wegzumachen. So, jetzt fangen wir einfach mal an mit unserer Unterkonstruktion. Das Ganze muss natürlich ausgerichtet werden und. Und beim Ausrichten, ja, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Es ist natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Ich habe mir das Ganze mit einem Langbohrer von oben markiert und dann habe ich das dementsprechend vorgebohrt. Ich habe ungefähr 200 mm in den Betonklotz reingebohrt. Und was sehr wichtig ist, wenn du solche Gewindestangen verklebst, bitte bohr mindestens 150 mm vom Rand. Ansonsten kann es durchaus sein, dass dir so ein Stück Beton oder das Fundament platzt. Danach habe ich Step by Step wirklich
den Injektionsmörtel eingeklebt, das Ganze, die Gewindestange reingesetzt und 2 bis 3 Stunden trocknen lassen, danach die Gewindestange angezogen bzw. die Mutter. Und das Ganze kam auch noch nicht raus. Das war wirklich sehr, sehr fest. Der Injektionsmittel war recht günstig, aber die Bewertungen auf Amazon waren wirklich sehr, sehr gut. Ich verlinke dir den mal unten in der Videobeschreibung. Und dann habe ich einfach losgelegt. Und wichtig ist, dass ihr das Loch vorweg auspustet. Ansonsten kann der Injektionsmittel nicht wirklich eine Bindung eingehen mit dem Fundament. Und ja, das Ganze hat mehr als einen Tag gedauert. Ich habe nämlich am ersten Tag einen heftigen Sonnenbrand zugezogen, aber das erzähle ich euch jetzt. Ich habe mir gestern echt einen fetten Sonnenbrand geholt, und zwar in den Nacken und einmal an den Armen. Deswegen habe ich heute ein Hemd an. Ich habe leider keine langärmeligen T-Shirts, und deswegen habe ich mein weitestes Hemd genommen, was ich habe, und ich hoffe, dass mich so ein bisschen schützt. Und ich habe natürlich Sonnencreme 50er mit dabei. Heute machen wir noch mal ein paar Balken mehr und werden das Ganze miteinander verschrauben. Das ist so das Tagesziel. Und dann geht es in die Werkstatt und dann bereiten wir die Querträger vor. Denn die will ich vorweg schon streichen, dass wir das Ganze hier nicht mehr machen müssen. Und hier wird natürlich auch nochmal gestrichen. Das mache ich aber alles morgen im Laufe des Tages, wahrscheinlich mit Steffi dann zusammen. So, wir werden jetzt los. Also nicht wundern über mein Outfit, wie gesagt. Ich habe mir einen fetten Sonnenbrand geholt und ich muss jetzt auch meine Arme bedecken. Also, Tellerkopfschrauben. Das heißt, wir werden jetzt, der Balken unten ist ja mit Gewindeschrauben verklebt, und wir werden jetzt einfach hier 4 Tellerkopfschrauben nehmen. Die sind natürlich nochmal hier gesenkt und das Ganze dann miteinander verschrauben. Damit der Balken hier hat dann nochmal 2 Gewindestangen, hier auch nochmal. Das Ganze ist wunderbar in Lot und es ist auch echt bombenfest. Das Ganze habe ich nochmal mit einer Schraubzwinge fixiert, damit das auch schön bündig ist, und jetzt verschrauben wir es. Jetzt könnt ihr natürlich sehen, hier links und rechts ein Pfosten, und der Abstand ist ein bisschen zu groß, aber es lässt sich einfach nicht verhindern durch diese großen Scharniere. Deswegen habe ich einfach nochmal die Reste genommen, die ich hatte, also, und habe dann da was noch befestigt. Das heißt, oben kommt noch mal einer drauf, dass wir nachher, wenn die Querspalten rüberkommen, dass wir hier keine, also ich habe da jetzt auch keine Bedenken bei 100er, dass da irgendwie wie was durchbiegt. Aber sicher ist sicher. Dass, also ich habe noch ein bisschen Material gehabt und das können wir auch nutzen. Ne? Und das Gleiche haben wir auch hier auf der anderen Seite gemacht. Da ist es allerdings schon fertig. Das heißt, ich habe das Ganze schon unten festgeklebt und oben mit Tellerkopfschrauben verschraubt. Das heißt, wir haben hier eine gleiche Höhe. Das heißt, der Balken könnte dann theoretisch nicht durchbiegen. Aber würde er wahrscheinlich sowieso nicht, weil es ja 100er Balken sind. Am Ende ziehen wir das Ganze nochmal nach mit einer Knarre. Geben dem Ganzen noch mal einen letzten feinen Schliff, und dann ist das Ganze auch wirklich bombenfest. Und was ich gemerkt habe hier, es ist gar nicht so einfach, beziehungsweise es ist wirklich nicht ungefährlich, hier rumzujonglieren und zu gehen, weil ja überall Stolperfallen sind, am Boden, die Keile, das Werkzeug. Und das sollte man natürlich nicht unterschätzen. Ne? Das heißt, jedes Mal Obacht, jeden Schritt genau kontrollieren, weil ein Fehltritt und es heißt wahrscheinlich Krankenhaus. Und das wollen wir ja verhindern. Das muss ich mal schauen. Das ist hier rechts. So. So, da ich mir jetzt Arbeit ersparen möchte und nicht nochmal alle streichen muss, also oben in der Höhe, streiche ich jetzt die Querbalken vorweg. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Schwarz übrig gehabt. Das ist eine Holzschutzlasur, und das ist nämlich das Schwarz, was hier in den Fugen war von der Fassade. Video verlinke ich dir mal hier oben im Eck oder unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass die eine Dose hier ausreicht für alle 10 Querbalken. Genau. Und als Arbeitsböcke, da verwende ich die von Wolfkraft. Die hatte ich schon damals verwendet gehabt beim Bau von der Terrassenüberdachung vor ungefähr 2 Jahren. Und die sind eigentlich vielseitig einsetzbar.
normalerweise für den Trockenbau. Da gibt es auch spezielle Unterlagen und auch einen Schutz hier, dass das Ganze nicht herausfallen kann oder wenn du Platten gesichert hast bzw. einen kleinen Anschlag hast. Ich bin ganz zufrieden mit denen und die sind wirklich erschwinglich. Verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Also zu dem, was es auf dem Markt gibt. Es gibt ja so Holzböcke, die kriegst du hinterhergeworfen für 6 Euro. Und die kosten jetzt hier vielleicht dreimal so viel, aber die halten noch ein Leben lang. Und für diejenigen, die sich fragen, wie ich denn das ganze Material dahin bekomme, natürlich mit einem Auto, habe ich schon auf der einen oder anderen Insta-Story gezeigt. Und ja, ich schneide das Ganze immer so zu, dass es auch hier reinpasst. Und so sieht es dann hier aus. Und wer uns auf Instagram bzw. TikTok oder Facebook folgt, der hat wahrscheinlich schon gesehen, dass sich das Automobil von uns so ein bisschen verändert hat. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich bin wirklich begeistert von diesem Kran und der hat sich echt bezahlt gemacht. Ne? Dazu das Video, schaut euch das mal unbedingt an, ist wirklich empfehlenswert. Und du kannst jetzt eine kleine Veränderung sehen. Die Balken, die Unterkonstruktion, die sind alle jetzt lasiert. Ich habe dann Holzschutz aufgetragen. Ich hatte noch so ein bisschen übrig gehabt von meiner Wandfassade, die ich in 3 Stunden angebracht habe, dank French Cleat. Und das Video dazu findest du jetzt hier rechts im Bild. Und Teil 2, wo wir das Terrassendeck aufbauen, auch rechts im Bild. Ich würde mich freuen, wenn du dir auch dieses Video anschaust. Und lass bitte ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Und bitte, bitte, bitte supportet uns bei diesem Projekt. Das heißt, Video teilen, Video liken und bitte einen Kommentar da lassen. Vielen Dank.